dann die Nummer 4 ist der Hersteller bei mir. Bewegungsmodus deaktiviert ist. Nehme jetzt hier Rechtsklick, Mittelpunkt. Mittelpunkt, das ist jetzt hier mein Referenzpunkt. Einfach hier jetzt auf jetzt downloaden und dann habt ihr die Möglichkeit, die Legende herunterzuladen. Auch den Report könnt ihr herunterladen. Und ihr seht, die Stückzahl addieren sich auf. Servus, grüßt euch. Ich habe Folgendes für euch mitgebracht und das werden wir zusammen machen. Ich habe einen Lastdorn erstellt und den können wir hier absetzen und der erscheint dann auch hier in der Auswahlliste. Schauen wir mal, hier wieder aufaddiert. So einen Lastdorn erstellen wir, dass eure benutzerdefinierten Einbauteile zusammen mit den Subparts auswertbar sind. Cool, oder? Also euer benutzerdefiniertes System ist zusammen kombinierbar mit den Subparts. Das gibt es eigentlich bei keinem anderen System momentan. Nicht, dass ich wüsste. Warum habe ich hier schon einen erstellt? Ich habe das ganze Video jetzt zweimal aufgenommen und zweimal war das Mikrofon nicht ausgewählt, das ich brauchte. Also einmal war es stumm. Nee, beim ersten Mal war es nicht ausgewählt und beim zweiten Mal war ich stumm. Das heißt, ich nehme das Ganze jetzt zum dritten Mal auf. Und ich zeige euch jetzt, wie man eigene benutzerdefinierte Einbauteile erstellt. Also, wir wechseln erstmal das Teilbild auf irgendein leeres. Ich gehe hier auf ein Reserve-Teilbild einfach und habe jetzt hier nichts drauf. Also ich selber habe schon was drauf, aber hier habe ich nichts drauf. Dann wechsle ich auf Ingenieurbau. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, hier auf den Reiter Hersteller zu gehen. Ich lasse es komplett unkommentiert. Probiert das einfach mal aus und schaut, ob ihr damit zurechtkommt. Und wenn ihr da Gefallen dran findet, 20 Listen zu erstellen und die dann auf eine zu bringen, euer System. Und wenn ihr das hier ausprobieren wollt und das für gut findet, dann schreibt bitte eine E-Mail. Ich möchte einen finden, der das toll findet. Ja, ich will ja jetzt gar nichts verteufeln, aber ich bin ja schon froh, dass es überhaupt eine Lösung gibt, aber das ist der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe und die Subparts erfunden habe. Das ist wirklich der Grund, denn so kann man wirklich nicht benutzerfreundlich irgendwie arbeiten. Das kann man nicht als benutzerfreundlich ansehen. Und viele Hersteller haben das erkannt, deswegen sind die auch in meinem System dabei. Deswegen möchte ich auch, dass ihr die unterstützt. Und denn die unterstützen euch komplett finanziell. Die übernehmen die Kosten für die Subparts, die für euch kostenfrei zur Verfügung stellen. Und dann könnt ihr die ganzen auch nutzen. So, wenn wir jetzt ein Einbauteil erstellen wollen, dann gehen wir auf Benutzerobjekte und haben hier die Möglichkeit, bei Einbauteile uns eigene Einbauteile zu erstellen. Was wir dazu brauchen, ist erstmal ein 3D-Element, zwecks mir auch noch eine 2D-Folie, wenn wir wollen, und dann noch die Daten dazu. Ich habe jetzt hier schon den Lastdorn 01 erstellt, nur in 3D. Ich erstelle das Ganze jetzt, also wenn ihr schon einen habt, dann habt ihr die Möglichkeit, die Darstellungsparameter von einem bereits vorhandenen Einbauteil in das Teilbild abzusetzen. Und dann könnt ihr das Ganze modifizieren und anpassen mit Verzerren und was weiß ich was alles, okay? Nur so wie dazu vorab. Ich lösche das Ganze jetzt nochmal, denn wir machen es ganz von vorne, brauchen dazu erstmal bei freies Modellieren unseren Körper. Wenn wir einen Lastdorn machen, sehen wir hier einen Zylinder und hier so eine Nagelplatte. Und benutzt bitte keine Zylinder, denn die fressen sehr viel Performance. Da wird euer CAD-Programm in die Knie gezwungen, wenn ihr ein größeres Fertigteilprojekt habt und habt dann lauter Lastdornen als Zylinder drin. Macht das bitte nicht. Geht lieber auf die Auswahl mit der 3D-Fläche, holt euch da das N-Eck. Setzt das einmal in der Mitte ab, gebt 12 Ecken ein für eine Rundung und jetzt den Radius. Ich habe jetzt den 20er Lastdorn hier gemacht gehabt, jetzt machen wir einfach mal eine andere Größe noch dazu, machen wir mal 22. Dann habe ich einen Eckradius von 0,011. Und wenn ihr jetzt die Shift-Taste drückt, dann merkt ihr, wie diese Kanten hier einrasten im 90 Grad Winkel. Auch das macht ihr, also Linksshift und dann einmal mit Enter bestätigen. Dann habt ihr hier so eine schnieke, super coole Fläche und die extrudieren wir jetzt mit dem Befehl extrudieren.
Wir wählen unsere Fläche aus. Wir geben die Länge an. Ich weiß nicht, wie lang das Ding ist. Machen wir mal 0,35 cm, also 35 cm. Und wir sehen jetzt hier, geht das in den Minusbereich. Das ist mir egal. Sage ich, okay. Und wenn wir jetzt das Ganze verschieben, also verschieben, den 3D-Körper auswählen, dann sehen wir, es ist jetzt nicht eine 2D-Fläche und ein 3D-Körper, sondern wir haben nur noch einen 3D-Körper, okay? Das ist wichtig für uns zu wissen, denn ansonsten hätten wir ja mehrere Polygone auf ein Einbauteil gesetzt, die wir eigentlich nicht brauchen. Und eigentlich besteht da noch eine Hülse und der Dorn. Wir machen jetzt einfach den Dorn und hier eine Nagelplatte. Wir sparen uns die Hülse, wir sparen uns Polygone. Wir müssen immer schauen, dass wir polygonsparend unterwegs sind. Also jeder Punkt hier ist schädlich für die Performance. Deswegen sparen. Für die Nagelplatte gehen wir wieder auf die 3D-Fläche. Ich habe vorhin, glaube ich, 8 Ecken gemacht. Ich glaube, so eine Nagelplatte hat meistens bloß 6, aber ist egal. Ich hole mir hier einen Fangpunkt. Ich hole mir hier einen Fangpunkt. Einfach mit der Maus drüber und ein bisschen warten. Dann seht ihr hier zwei blaue Kreuzchen. Und jetzt, wenn wir in die Mitte reingehen, dann rastet der Mauszeiger ein. Und wir haben den Mittelpunkt. Und da klicken wir jetzt einmal drauf. Jetzt geben wir die Anzahl der Ecken ein. Machen wir jetzt hier 6. 6 Ecken. Und der Radius 0,042. Keine Ahnung. Irgendwie so. Selbe Spielchen. Wieder links Shift. Und schon rastet das Ganze wieder im 90 Grad Winkel ein. Je nachdem, wie ihr das abspeichern wollt. Machen wir mal so. Haben wir jetzt hier die Fläche. Auch diese möchte ich leicht extrudieren, aber wir könnten auch die Fläche hernehmen. Die Länge machen wir mal 0,02 2 mm stark und den Körper verschieben wir. Ich gehe hier mit in die Seitenansicht, verschieben den Körper, Rechtsklick, Mittelpunkt von diesem Mittelpunkt und jetzt hier wieder ganz oben an der Oberkante des Zylinders, Rechtsklick Mittelpunkt, hier Mittelpunkt und jetzt bin ich genau in der Mitte. Ich weiß gar nicht, ob das bei den Dorn alles so ist. Bei meinem Hersteller Subgrade ist es so. Gut. Und jetzt vereinige ich die Körper. Körper vereinigen, also Körper vereinigen, Körper A, Körper B, Rechtsklick und jetzt ist das Ganze eine Einheit, okay? Soweit so gut, das könnt ihr aber noch nicht auswerten, noch nicht als Einbauteil verwenden. Ich gehe wieder in die Draufsicht zurück. So schaut jetzt unser Einbauteil aus. Ich möchte noch erstmal hier mit Formateigenschaften am besten den Layer suchen, EBT, Enter und nehmt hier immer Einbauteil Sonder- oder Montageteil. Ignoriert den Rest, denn es bringt euch nichts, das Ganze in Kategorien aufzuweisen. Es gibt mehr als diese. Und für alle anderen, die nicht allgemein sind, keine Fugenbänder, keine Bewährungsanschlüsse, keine Dorne, keine Durchstandsbewährung, müsst ihr hier verteilen. Also gehe ich eher auf Sonder. Dann sage ich einmal, okay, ich klicke das Ding hier an und ihr seht, jetzt ändert sich auch die Farbe bei mir in Rot. So möchte ich das haben. Allerdings, ich mag immer nicht die 106, ich mag die 104. Und die 100 ist übrigens die Farbe von meinem Subgrade-Logo. Weil ich mich damals vertan habe. Genau. So. Jetzt haben wir einen Schwerlastdorn als 3D-Körper. Jetzt machen wir vielleicht noch ein 2D-Element daraus. Ja, wo kann man denn 2D machen? Auf Konstruieren. Wir machen hier wieder ein N-Eck. Selbe Spielchen vielleicht. Mittelpunkt hier. Anzahl der Ecken 6 an der Zahl. Jupp, hier. Also eigentlich brauchen wir hier ja gar keine 2D-Fläche. Warum ist der Kreuzpunkt hier drin? Wir brauchen eigentlich keine 2D-Fläche, weil es ja gar keinen Sinn ergibt, weil wir hier ja alles schon haben. Aber vielleicht wollen wir hier einen schöneren Kreis haben. Mittelpunkt hier wieder auswählen. 0,011. Einmal bestätigen. Rechtsklick. Jetzt machen wir halt einfach nur irgendwas Cooles rein, dass wir sagen, jetzt haben wir eine Daseinsberechtigung, warum wir das alles so machen. Wir wollen vielleicht eine schwarze Umrandung für unseren Einbauteil haben und wollen jetzt hier die richtige Einbauteilfarbe, die 104. Alles andere ist nicht korrekt. Sage jetzt einfach. Flächensuche, wunderbar. Genau, und jetzt machen wir noch eine Flächensuche für die 100, für das Subgrade-Logo. Das ist übrigens der Hex. Hashtag B20000.
Gut, so schaut jetzt unsere 2D-Folie aus und die nutzen wir. Und jetzt könnten wir noch sagen, okay, wir brauchen noch eine weitere Folie, wo wir die Seitenansicht vielleicht angeben wollen. Also ich benutze eigentlich meistens nur 3D-Modell, aber ihr könnt natürlich auch hier 2D-Modelle anpassen. So, jetzt 0,35, so lang ist das Ganze. Wir nehmen hier wieder unsere Füllfläche, den Dorn 0,35 nach oben, 0,021 breit. Das wäre jetzt unser Dorn. Wir wollen einen rechteckigen Kasten da rumbauen. Und wir brauchen ja noch dieses hier. Wie stark ist denn das von der Seite? 7275. Wunderbar. 7275. So. Und dann müssen wir es eigentlich noch von der anderen Seite machen, weil wir die Länge auch noch brauchen. Aber ich habe jetzt einfach keine Lust mehr, weil zu Demonstrationszwecken reicht das vollkommen aus. Hallo? Nochmal verschieben. Verschieben. Macht Spaß, sondern so ein einzelnes Einbauteil zu machen. Und mit den Subports habt ihr natürlich die Möglichkeit, die ihr kostenfrei herunterladen könnt. Jetzt geben wir schnell hier 0,3. Was habe ich gehabt? 5 geteilt durch 2. Ich lasse Altplan für mich rechnen. Genau, also ihr habt ja natürlich jetzt die Möglichkeit, das Ganze kostenfrei zu nutzen. Die Subparts, die machen schon Sinn. Und wenn ihr das noch kombiniert mit euren Benutzerdefinierten, dann seid ihr einfach spitzenmäßig unterwegs. Ja, kopieren wir uns dann trotzdem noch den. Ja, komm, ich kann es nicht lassen. Hier haben wir 0,084. Hier den Rechtsklick Mittelpunkt, also ihr seht schon, es ist immer wieder dasselbe Spielchen. Und der erste Dorn dauert natürlich am längsten. Ja, die anderen dauern auch so lange, weil ihr müsst jedes Mal den Durchmesser verändern. Gut, jetzt haben wir einen Dorn mit 3D-Folie, 2D, 2D, 2D. Einmal die Ansicht von vorne, das ist die da. Die Ansicht von der Seite ist die da. Das ist die Draufsicht. Und man könnte noch eine Untersicht machen. Machen wir auch. Schraffuren. Ja, komm, wir machen das jetzt einfach mal rein. Egal. So, jetzt gehen wir auf Benutzerobjekte. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier ein Einbauteil zu definieren. Wir haben hier die Elementbezeichnung. In dem Fall ist es ein Lastdorn. Das lasse ich. Hier habe ich die Möglichkeit, ein punktförmiges Element zu erstellen. Punktförmig heißt für mich, am Schluss wird Stückzahl ausgegeben. Linienförmig, es werden laufende Meter ausgegeben. Flächenförmig, Quadratmeter. Und Einbauteile in Gruppen, das ist ein bisschen für Profis. Das sind dynamische Einbauteile, wo ihr einfach zum Beispiel Rohre verlängern könnt. Hüllbildrohre. Aber es gibt auch einen Support für Hüllbildrohre oder für Rohre. Da könnt ihr Hüllbildrohre machen, da könnt ihr Wellrohre machen. Alles, was ihr wollt, könnt ihr mit Rohren machen. Auch KD-Rohre oder sonst irgendwas. Bloß so als kleiner Tipp. Ich nehme jetzt in diesem Fall punktförmig und muss jetzt hier noch Texte anpassen. Da ist schon die letzte Einstellung, was ich heute vor dem Video gemacht habe. Die Fragen und Antworten definiert ihr immer selbst. Das heißt, in diesem Fall LD2. Wir haben hier den zweiten Laston. Ich erstelle jetzt einen Laston, das ist die Nummer 2. Die ersten zwei Fragen, das ist nur für eure Kollegen hier die Fragen. Die Antworten ist das, was wir auswerten. Wenn wir jetzt eine Echo-Box hätten, also einen Kragplattenanschluss, haben wir hier ganz andere Werte drin stehen als bei einer Dübelleiste, als beim Abdichtungsband. Und bei diesen Lastdorn macht es ja Sinn, hier den Durchmesser anzugeben.
und vielleicht hier die Länge. Vielleicht gibt es unterschiedliche Längen. Ja? Und den Hersteller, also hier ist immer ein Sonderfeld bei mir, wenn etwas gesondert ausgewertet wird. Das lässt er in den meisten Fällen einfach frei, also zu 99%. Und dann die Nummer 4 ist der Hersteller bei mir. In dem Fall nenne ich das Ganze wieder Subgrade. Und hier den Typen EBT steht für Einbauteil, MOT steht für Montageteil. Also der Unterschied zwischen Einbauteil ist und Montageteil. Wenn man das Video jetzt liked, dann bekommt man die Antwort. Liken. Ja, genau. Danke. Jetzt kann ich es erklären. Also Einbauteil ist, wenn es im Fertigteilwerk zum Beispiel einbetoniert wird, im Bauteil. Das ist jetzt zum Beispiel, könnte es ein Dorn sein, aber es könnte auch ein Verdollungssystem sein. Dann wird nur die Hülle einbetoniert. So, jetzt die Montageteile sind zum Beispiel Elastomerlager, es sind Schrauben und Muttern, denn die werden nicht ins Fertigteilwerk verschickt, sondern auf die Baustelle. Ne? Das ist der Unterschied. Deswegen unterscheiden wir zwischen Einbauteilen und Montageteilen. Und es gibt auch noch den Platzhalter. Den Platzhalter wählt ihr, wenn, also PLH, wenn ihr nur für den Architekten die Ausschreibung machen müsst und sagen müsst, wie viele Einbauteile braucht ihr. Und dann könnt ihr für erstmal Platzhalter setzen, die sind noch nicht statisch berechnet. In dem Fall haben wir einen Einbauteil, einmal Enter. Und um den Rest kümmern wir uns gar nicht, das ist alles Precast. Damit kenne ich mich einfach nicht aus und dann lasse ich einfach die Finger davon und dann sage ich, da gebe ich da auch keine Tipps. Okay. Und dann hier nochmal okay, bestätigen. Jetzt haben wir hier noch eine Palette namens Layer, da gehen wir drauf und jetzt können wir hier sagen, Layer der Elemente beibehalten oder alle Layer auf Standard oder auf aktuellen. Layer der Elemente beibehalten. Moment, ich mache nochmal abbrechen, weil ich weiß nicht, ob ich hier Layer vergeben habe. Nee. Dann Formateigenschaften. Den Layer möchte ich übergeben. Okay. Einmal hier durch und fertig. Jetzt haben wir natürlich die Linien, die andere Farbe übernommen. Das möchte ich nicht. Nach Elementen filtern, Linie und Kreis. Farbe deaktivieren, dann ist das schwarz. Nochmal nach Elementen filtern, Kreis. Die Farbe enthaken und jetzt haben wir das schön in schwarz und haben aber trotzdem den Layer Einbauteil Sonder. Gut, also wir gehen nochmal auf Einbauteil definieren, haben hier den Lastdorn, die Texte wurden auch so übernommen wie beim letzten Mal, das ist der Lastdorn 02 und daher ist das Problem in diesem System, wir geben jetzt eine genaue Definition des Lastdorns an. Stellt euch in der Dübelleiste vor, ihr könnt jeden Dübel um 5 mm Schritten versetzen. Und jedes Mal, wenn ihr einen Dübel versetzt, ist es eine Position. Und macht natürlich keinen Sinn, hier eine riesen Tabelle aufzuführen. Das haben wir damals auch gemacht bei uns. Deswegen habe ich die Subparts hier erfunden, weil das hier einfach viel zu viel Arbeit macht. Unendlich viele Parameter abzuspeichern. Und das System gibt gar nicht so viel. Ach, egal. Komm. Okay, ich mache jetzt okay. Und jetzt wird die erste Makrofolie definiert. Hier wird es abgefragt. Ich nehme das 3D-Element. Jetzt wird der Referenzpunkt abgefragt. Das ist jetzt wichtig, dass der überall identisch ist. Ich nehme natürlich den Mittelpunkt, aber von der Nagelplatte. Ich nehme jetzt einfach die Oberkante. Ich gehe hier in die Isometrie. Schaue, dass die Perspektive aus ist und der Bewegungsmodus deaktiviert ist. Nehme jetzt hier, Rechtsklick, Mittelpunkt. Mittelpunkt, das ist jetzt hier mein Referenzpunkt in 3D, das ist richtig. Ich könnte jetzt einen Bezugsmaßstab wählen, ich könnte für jeden Maßstab eine andere Folie erstellen. Ich habe aber jetzt einfach hier Folien erstellt für alle Maßstäbe, deswegen von 0 bis 999 beibehalten und einmal OK klicken. Jetzt werde ich gefragt nach der nächsten Makrofolie. Das ist jetzt hier diese hier. Da nehmen wir den Bezugspunkt in der Mitte, hier. Und jetzt muss ich hier bei Typ einmal reingehen und sagen, ist es von oben oder unten. Ich möchte es von oben ausprobieren, weil da eine Schraffur drin ist. Okay? Dann sage ich Ansicht von oben. Das ist jetzt eine 2D-Folie. Also es gibt nur diese 3D oder diese 2D-Folien, sage ich jetzt einfach mal. Okay? Sag okay. Layer, immer wichtig. Layer der Elemente beibehalten. Okay. Nächste Folie, ja, hier. Diesen Punkt. Typ von unten. Jetzt hier, oh, ich glaube von vorne war das,
der Absetzpunkt. Der ist von vorn und hinten eigentlich identisch. Ich habe jetzt nur einen gemacht, ich dödel. Aber gut, machen wir halt von vorn. Hier nochmal. Von links zum Beispiel. Okay. Jetzt haben wir keine mehr. Einfach nochmal mit Escape bestätigen. Hier einmal okay. Auf aktuelle Layer. Okay. Und jetzt hier einmal abspeichern unter LD-02. Wurde in der Bibliothek gespeichert. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich ausprobieren. Wie schaut das Ganze aus? Komm, wir bleiben mal in dem Teilbild. Gehen in unsere Bibliothek. Büro, Einbauteile, Lastorn. Und sehen hier auch schon die 2D-Grafik. Haben hier die ganzen Einstellungen. Die übernehmen wir und sagen okay. Und setzen das Ganze einfach mal hier ab. Können das Ganze gleichzeitig beschriften. Ist genau derselbe Stil wie bei den Subparts. Ihr könnt Einbauteile beschriften, hier immer nutzen und das Ganze überall beschriften. Geht bei den Subparts auch. Bei den anderen Systemen geht es nicht. Kann ich gleich sagen. Gut, jetzt haben wir hier die Schraffur mit drin. Cool, jetzt schauen wir mal, ob das... Ja, cool. Also Maßstab 1 zu 20 ändert sich auch die Schraffur. Ich finde es cool. Gut. Seitenansicht. Ja, natürlich so nicht, sondern wir müssen hier einen Schnitt erzeugen. Subgrade Schnitt. Wir machen einen Blick von oben. Einmal hier rein. Absetzen. Und jetzt seht ihr hier diese Folie. Passt, hat funktioniert. Jetzt machen wir noch eine Deckenuntersicht. Nochmal. Deckenuntersicht. Das auch funktioniert hat. Da dürfte jetzt keine Schraffur drin sein. Yep, ist die Untersicht. Hier die Obersicht hat die Schraffur. Man sieht es ganz leicht an diesen rosa Linien oder rötlichen. Und hier Deckenuntersicht. Schauen wir mal jetzt hier nochmal. Blick von vorn ohne Deckenuntersicht. Auch hier wurde wieder unsere Makrofolie genutzt. Wir haben aber eine nicht gemacht von der anderen Seite her. Deswegen wird hier einfach das 3D-Modell abgesetzt. Mir reicht das völlig aus. Müsst ihr selber entscheiden, ob euch das passt. Und genauso haben wir es noch von der anderen Seite hier. Boah, ist das jetzt ungeordnet, ne? Aber wir haben jetzt hier auch wieder diese Folien. Bitte jetzt auch wieder Video liken, wer es noch nicht gemacht hat. Wunderbare Geschichte. Jetzt habt ihr noch eine kostenfreie Legende. Die könnt ihr auf meiner Homepage herunterladen. www.subgrade.com. Einfach hier jetzt auf jetzt downloaden und dann habt ihr die Möglichkeit, die Legende herunterzuladen. Auch den Report könnt ihr herunterladen. Ihr könnt einen Report nutzen, eine Legende. Aber die Reports werden auch automatisch mit jedem Subpart mitgeliefert. Einfach herunterladen. Hier zum Beispiel Rückbiegeanschluss. Da füllt ihr kurz noch aus, wer ihr seid und wie viele Lizenzen ihr habt. Denn ich muss natürlich für diese kostenfreie Nutzung den Herstellern irgendwie sagen, wie viele Altplan-Lizenzen nutzen denn die Subparts. Und wenn man das dann hat, dann kann man hier alles kostenfrei herunterladen. Ja, der Aufwand ist schon erdrückend. Ich habe jetzt eine Minute gebraucht. Keine Minute, keine 10 Sekunden wahrscheinlich, um das Formular auszufüllen. Aber irgendwas brauche ich natürlich. So, jetzt kann ich diese Legende zum Beispiel hier absetzen. Und ihr habt jetzt ein Stück verlegt. Ich kann das kopieren. Und ihr seht, die Stückzahl addieren sich auf. So, jetzt gehen wir aber mal in... Jetzt holen wir uns noch unser ganzes Modell hinzu. Und haben auch hier jetzt die LD02 dabei. Von der Firma Subgrade, dem Typen 6 Stück. Auch mit der Mengenliste auswertbar, mit dem Report. Alles auswählen und auch hier kommen jetzt sofort Bezeichnung, Typ, Hersteller, Menge raus, je nachdem ob Stückzahl oder laufende Meter und der Plantext. Falls ihr keinen Plantext benutzt, dass ihr sagt, ja, wir benutzen keinen Plantext, wir schreiben da immer gleich alles hin, kein Problem, dann sagt ihr einfach hier in diesem Fall kurz aus. Und schaut mal auf die, also hier wird nach Plantext gefiltert. Erst Klammer auf, dann A, B, C, D,
EF und weiter, also hier. An erster Stelle ist hier Kragplattenanschluss. Jetzt, wenn wir kurz das deaktivieren, ist das Blech an erster Stelle, weil dann wird es anders sortiert. Auch daran habe ich gedacht. Ihr könnt das Ganze dann in Altplan exportieren oder in einem DIN A4 Zettel so exportieren. Wenn ihr aber das gar nicht mögt, auf DIN A4 das exportieren, dann deaktiviert A4 Export, deaktiviert euer Logo und geht auf Altplan und könnt das Ganze in euer Teilbild absetzen oder in eure Planzusammenstellung und dann habt ihr hier eure Mengenliste. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, dass ihr die benutzerdefinierten Einbauteile ein bisschen besser versteht. Heute haben wir einen Punkteinbauteil gemacht, vielleicht machen wir irgendwann noch demnächst einen Linieneinbauteil. Über ein Like würde ich mich freuen und wenn ihr den Kanal abonniert, seid ihr die Besten. Und jetzt schaut ihr das nächste Video an. Bis bald, euer Peter. Ciao, ciao. Jetzt kommt die Endcode.